Und vom Frankenwald jetzt in den Chiemgau. Genauer gesagt gehen wir jetzt auf Gut Immling. Hier sehen Sie einen Blick darauf. Gut Immling, ein ganz heißer Sommertipp, wenn es um Kultur geht, um Konzerte, um Oper, um Ballett, alles das. In wenigen Minuten beginnt auf Gut Immling übrigens die Premiere von Norma, einer wunderschönen Oper. Und meine Kollegin Liane Bergay war bei der Generalprobe und hat sich rund um dieses Kulturfestival mal umgesehen. Norma. Eine außergewöhnliche Opernfigur im Konflikt von Hass und Krieg gegen Liebe und Frieden. Für ihr Liebesverhältnis zum feindlichen Römer Pollione riskiert Priesterin Norma alles. Aber er will sie für eine Jüngere verlassen. Eine Demütigung. Norma will Rache. Ich mag die Geschichte, denn Norma ist leidenschaftlich und gleichzeitig wütend. Sie zeigt Härte und Gewalt, verbunden mit einer Traurigkeit. Es ist genau dieser Mix an Emotionen, der für mich so spannend ist. Norma von Vincenzo Bellini gehört zu den eher unbekannten Opern. Umso schöner, dass sie jetzt auf Gut Immling zu sehen ist. Wenn ich zum ersten Mal Norma machen darf wie hier, dann bin ich natürlich sehr glücklich, weil so ein Stück hat auch eine tolle Geschichte, erzählt eine tolle Geschichte, hat wunderbare Musik. Rund 6 Wochen lang hat das Ensemble hier geprobt, fast rund um die Uhr. Es werden Kostüme geschneidert, Make-up getestet, alles für eine perfekte Aufführung. Dennoch gibt es Aufregung, denn der Hauptdarsteller erkrankt kurz vor der Premiere. Als Ersatz wird kurzerhand Tenor Sung-kyu Park aus Korea eingeflogen. Aus Zeitnot muss er seine Stellproben per Video im Flugzeug üben. Ja, es ist nicht einfach. Ich hatte hier nur eine Probe und dann gleich die Premiere. Echt nicht einfach, ist aber okay. Ein Profi eben, der auf allen Bühnen dieser Welt zu Hause ist. Das Festival auf Gut Immling hat eine besondere Atmosphäre. Kultur inmitten herrlicher Natur, mit internationalen Stars, wie die französische Sopranistin Elodie Asch. Ihre Partie der Norma gilt als eine der schwierigsten und anspruchsvollsten Rollen für Sopranistinnen. Für mich ist es eine Freude, diese Rolle zu singen, weil es ist Norma. Norma, eine tragische Oper über starke Frauen mit großen Gefühlen und großartiger Musik.